Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part Bloody Platin Redux. Beim letzten Mal haben wir aus irgendwelchen Gründen einen Top 4 Kampf gehabt und sind auch nur bis hier nach Elysis gekommen. Also ich sag mal, geografisch gesehen sind wir nicht sehr weit gekommen, muss ich gestehen, but hey. Ja, die ersten beiden kennen wir schon. Rampardos ist auf jeden Fall jetzt auch wieder mit von der Partie, weil ich fand den eigentlich actually mega cool und der hat jetzt einen Schweif drauf, was gegen Bodenmons wahrscheinlich nicht verkehrt ist. Velsa ist jetzt mit von der Partie mit Waterfall, Hydro Pump, Mud Bomb und EQ. Da können wir schön mixed angreifen mit der Anpassung. Wir haben Togekiss mit drin, welches... Ich weiß noch nicht, ob ich dem Teil Ruheort beibringen will, weil ich will das nicht verschreien. Und ich dachte eigentlich, dass Togekiss Softbolt noch lernt, deshalb warte ich noch. Egg Bomb ist in dem Spiel offensichtlich eine spezielle Pflanzenattacke. Dadurch hat Kokobai actually eine echt coole Coverage. In my opinion. Ich werde mich jetzt erstmal noch in der Stadt hier umgucken. Da haben wir nochmal links ein paar Trainer, gegen die wir auf jeden Fall noch antreten wollen. Ich weiß gar nicht, mit welchem Pokémon ich jetzt tendenziell so immer leaden soll. Ich habe jetzt nichts mehr, was so nach einem Leadmon schreit. Also keine U-Turn. Also im Allgemeinen kein Momentum, kein gar nichts. Also... Ja, schauen wir mal. Gut, in der Stadt selbst ist nichts mehr dann. Ich glaube, hier gibt es zwei oder drei Trainer, besiege ich die schnell. Und ich habe auch schon gesehen, aus irgendwelchen Gründen wird dieser Elysis-Bereich, der Innenbereich, von Level 58, okay, das ist schon sehr mager gelevelt, sage ich mal, wird von Commander Jupiter bewacht. Das finde ich überhaupt nicht gut, finde ich richtig beschissen. Ja... Habe ich schon mega Bock drauf, da gleich gegen Commander Jupiter nochmal antreten zu dürfen. Mich wundert es auf jeden Fall sehr, dass der so krass underlevelt ist. Aber wir hätten sogar in Luxray eher gehen sollen. Aber ich glaube, dann sind diese Trainer hier nicht allzu schwierig, habe ich das Gefühl. Kriegen wir einen Attack Boost, das ist ganz cool. Ominous Wind juckt mich jetzt auch nicht allzu sehr. Und der Seher sollte auch dann auf Metagross nicht allzu viel machen. Aber ich sag mal, wenn die Level auf dem Level circa sind, sind wir ein sehr, sehr gutes Stück oben drüber, sag ich mal. Ein sehr, sehr gutes Stück, also da ist nicht so dramatisch. Ich weiß gar nicht mehr, was die Level Cap war, muss ich gestehen. Vom Dingsbums. Ach nee, nicht wieder du. Ja, ich muss halt drin bleiben und hier angreifen. Oh Gott sei Dank, okay. Ja, das spricht auf jeden Fall schon mal dafür, dass der Trainer hier nicht so krass ist. Ich glaube nämlich, die Level Cap war 68. Das ist schon sehr nah an unserem Metagross dran. Ich meine, wir gehen jetzt dann Richtung nächste Arena-Stadt. Also wir müssen mal gucken. Vielleicht werden wir es sogar so machen, dass wir erst Arena-Trainer besiegen und danach die Eiseninsel angucken. Einfach nur, um strategisch vorbereitet darauf zu sein, dass wir potenziell mit irgendwem overleveln, aka Metagross oder so. Damit wir das verhindern. Mir ist übrigens noch aufgefallen, wir haben hier in der Mitte das Item noch nicht mitgenommen. Das war TM04 Call Mine. Ich bin nämlich hier hingegangen, denn ich möchte gleich in dem Kampf mit Luxtra leaden. Und habe gerade Luxtra mit dem Flame Orb nämlich verbrannt. Da seht ihr es auch. Und dann schauen wir auch gleich mal direkt, was Jupiter für ein Squad. Ich erinnere mich nur an Xerox hatte sie beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht mehr, was da noch im Lied war. Ich glaube, sie hatte ein Sableye. Und ansonsten keine Ahnung. Sie wird sicher auch irgendein Schatten-Pokémon. Oh. Yay, wir dürfen gegen Regen antreten. Ich meine, das ist jetzt in unserem Fall actually ein guter Lied, weil wir können ihn jetzt einmal mit Donnerzahn rausnehmen. Weil Politoed lebt das niemals, außer er hat einen Fokusgürtel. Aber dann sei dem so, ich werde keine Fokusgürtel so krass predikten. Und dann ist der nämlich direkt weg. Oh, geil. Geiler Lied für uns. Aber ich glaube auch so mit verbrannten Luxtra zu leaden ist ein Ding mit Guts, was man auch durchaus ab jetzt öfter machen kann. Ich vergesse auch immer, dass ich den Flame Orb habe. Aber wir haben ja eigentlich alle Tools, die wir brauchen. Toxicroak. Könnten wir eventuell mit Voltackle rausnehmen? Ich würde auch tendenziell sagen, das überlebt der eigentlich nicht. Aber wenn das doch überlebt, ist Luxtra halt weg. Ich glaube, ich wechsle lieber. Ich weiß nicht, ob das jetzt doof ist und ich den offensive oder das offensive Pressuring behalten hätte sollen. Okay, wir kriegen einen Special Attack Boost, aber mit Metagross. Das ist actually ganz nice. Es kommt nur ein Ableitief.
Also ich hatte auch ein bisschen noch Angst, dass der irgendwie einfach eine Prio-Kampfattacke hat und die drückt, weil dann killen wir uns am Recoil selber. Und ich weiß, dass der Vakuumwelle auf jeden Fall von selber kann. Der kann gerne so vieles dienen, wie er will. Das ist mir egal, der ist tot. Beziehungsweise hat wahrscheinlich noch die Anti-Psycho-Beere, aber ich glaube auch nicht, dass die mehr hat. Okay, er hat nicht mal die Anti-Psycho-Beere, dann maybe ein Lebenmob oder so eine Scheiße. Ist auf jeden Fall dead. Oder schon wieder? Hatten wir nicht genau diesen Toxic Quark Crit Psychokinese Metagross Moment beim letzten Mal? Also mit dem Focus Code habe ich, um ehrlich zu sein, nicht gerechnet. Oh, und noch dazu, was ich so direkt gar nicht bedacht habe, aber was mir jetzt kommt, der hat ja, glaube ich, sogar Swift Swim gehabt. Also aus irgendwelchen Gründen habe ich immer noch Swift Swim bei Toxic Quark im Hinterkopf. Das heißt, auch alleine deshalb war es gut, dass wir den rausgezogen haben. Blastoise kommt. Aber ich sag ehrlich, da würde ich jetzt sogar drinbleiben und einfach Erdkräfte drücken, weil was soll ich da reinwerfen? Ich meine auch Kokowai, der hat halt nur Chlorophyll als Fähigkeit und nicht Filter oder so. Der kriegt halt auch sau viel von der Wasserattacke in Kombi mit Ice Beam. Andererseits, ich bin ehrlich, ich war gerade erstaunt, wie viel Base Power... Komm, wir gehen in Kokowai. Weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir dieses Metagross nochmal brauchen. Und das Ding ist, ich weiß... Warum? Boah, zieht das viel ab, okay. Ja, das war jetzt schon viel Damage. Aber wenn Finsterauer seine Coverage ist und er einen Lebenorb hat, wir sollten drinbleiben können und Erdkräfte... das ist stärker, ne? I guess wir sollten das knapp noch überstehen. Sehr knapp noch überstehen. Und ich hoffe, dass die Erdkräfte killt oder zumindest so viel Damage macht, dass der jetzt weg ist. Aber ich glaube nicht, dass sie killt, weil es ist halt Nonster. Andererseits hat Kokowai einen guten Buff bekommen. Ah, das ist natürlich sehr nervig gerade. Warum hat er nicht Muddy Water oder Surf oder Hydro Pump oder was auch immer gedrückt? Ich check's halt auch manchmal einfach nicht. Ich würde mich tatsächlich den Luxtra Play trauen, weil ich glaube nicht, dass jetzt Surfer kommt oder welche Wasserattacke auch immer er hat. Sondern dass entweder Eisstrahl, Finstaur oder Flash Cannon kommt und das ist alles fein. Eisstrahl ist sogar das schlechteste von allem. Boah, es zieht halt auch immer noch sehr viel ab. Und dann kann ich den jetzt einfach mit Tiefschlag rausnehmen, weil ich weiß immer noch nicht genau, wie viel Speed Turtok hat. Und am Ende hat der auch irgendwie Swift Swim oder so eine Kacke. Wobei, jetzt habe ich auch Luxtra sehr low gehen lassen, ja. Ja, ob das jetzt auch wieder der Play war, weiß ich nicht. Wir finden es heraus, ne? Wir finden es heraus, was sie noch so hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das gut spiele oder hier sehr viel Bullshit mache. Das ist immer so, es könnte das eine, aber auch das andere extrem sein. Es kommt ein Articuno. Boah, ist der schneller? Andererseits hat der was gegen Metagross. Ich glaube, der hat eigentlich nichts gegen Metagross. Dann gehen wir mal in den. Und dann haben wir zur Not, wenn ich doch irgendwie was abwerfen muss, noch einen sehr starken Sucker Punch oder so auch in the bag. Und ich wollte gerade sagen, wir müssten ja jetzt hier eigentlich einen Attack Boost mitnehmen. Einen Eisstrahl überstehen wäre relativ gut, würde ich behaupten. Yep, und ich sag mal, auch wenn der jetzt Erdkräfte oder so als Coverage bekommen hat, sollte das noch okay sein. Geht auf den Gedanken gut. Okay. Also ich gehe sogar stark davon aus, dass er Erdkräfte hat, muss ich sagen, weil das, dann wäre Articuno actually echt viable mit seinem Dual Step, also Flug, Eis und Boden. Glaube ich, synergiert relativ gut. Aber ich glaube auch nicht, dass er das überlebt. Okay, das ist richtig geil. Okay, wir sind jetzt ein plus 2 Meter groß. Das ist jetzt actually insane. Das, also wenn jetzt nicht gerade was kommt, was uns riesige Probleme macht. Ach du Scheiße. Wobei, hat er? Okay, jetzt ist die einzige... Also, Flammenwurf hat er ja sicher nicht. Und selbst wenn, dann überleben wir das. Ich weiß nicht mal, wie ich reinwechseln soll, um ehrlich zu sein. Weil wenn er jetzt einfach Nasty Plot oder Gedankengut einsetzt, dann bin ich richtig am Arsch. Ich zwiebel den in den Meteor Mash rein. Er geht auf den Drachenpuls. Der hat nichts gegen mich. Weil ich sag... Also eigentlich lernt er nicht Erdkräfte, er kann halt Erdbeben, deshalb ist Erdkräfte auch nicht so unwahrscheinlich. Nee. Was? Nee. Was?
Was denn der? Was? Von wie hat der so viel Damage gemacht? Ja, das ist cool. Der nächste Backbone ist weg. Toll. Großartig. Geil. Ich meine, ich kann ihn jetzt mit Sucker Punch rausnehmen. Cool, aber... Warum hat der so viel mit Drachenpuls abgezogen? Das war doch Drachenpuls, oder bin ich doof? Habe ich irgendwas falsch gelesen? Ich check's nicht. Was ist das letzte? Ja, okay, jetzt nochmal das Sableye. I guess es regnet, dann ist Velsa noch eine ganz gute Option. Och man, also das ist jetzt wirklich scheiße einfach nur. Das finde ich überhaupt nicht gut. Jetzt meine Zitrobeere auch weg. Aber es ist, glaube ich, noch verkraftbar. Ich glaube, der hat eine schlechtere Speed-F, deshalb gehen wir mal auf Hydro. Und der Protected. Oh, vor allem so ein random... Ich weiß nicht, anscheinend kann Drachenpuls in dem Spiel burnen? Keine Ahnung? Oder ich habe irgendwas verpasst? Dass der irgendeine neue Fähigkeit bekommen hat, mit der seine Attacken random burnen können immer oder so eine Scheiße? Keine Ahnung, Toxin-Set, okay. Aber wir sind anscheinend schneller mit Velsa. Das heißt, ich würde behaupten, dass wir hier eigentlich durchkommen, aber boah. Ey, das Team wird eben mal mehr weiter zerpflückt, ne? Es geht mir so gegen Strich. Ja, du Protectest nochmals, schön für dich. Freut mich. Ich habe Spaß dran. Was für ein Item? War das Specs? Also es muss eigentlich Specs Latios gewesen sein, anhand des Damages. Weil wir waren ja mit Metagross noch über 50% und es war eine resistierte Attacke. Das muss Specs gewesen sein. Also was anderes kann ich mir nicht erklären, um ehrlich zu sein. So, bitte stirb. Du dummer Scheiß-Kack-Kobold, ey. Als ob der das jetzt wirklich noch überlebt. Dann gehe ich in Togekiss. So, ich habe ihn auf jeden Fall jetzt auf seine Recover-Attacke auch gelockt. Das heißt, zur Not stehle ich dem jetzt alle seine Dingsbums. Aber ich glaube, dadurch, dass ich ihn geflincht habe, ist er quasi jetzt schon wieder aus der Zugabe raus. Oder so. Ne, ich glaube, wenn ich ihn flinchen würde und dann zugaben würde, dann würde nicht dieselbe Attacke kommen. Irgendwie so. Ja, das würde jetzt ein bisschen dauern. Okay, jetzt glaube ich, habe ich ihn aber in der Tasche. Die Flinches kamen da, wo ich sie jetzt gebraucht habe. Es war nur eine Frage der Zeit. Okay, wir haben den weg, Gott sei Dank. Oh, aber Metagross ist tot. Oh mein Gott. Was eine Scheiße, ey. Ja, mein wertes Metagross-Leinchen. Oh, gefällt mir gerade alles gar nicht, diese ganzen Entwicklungen, die hier passieren. Wen nehme ich denn jetzt rein? Ich bin halt echt fighting weak, ne? Ich habe halt zwei Kampfschwächen. Hab eine Resistenz. Ja, wobei eigentlich geht's. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Aggron reinnehme, ist die nächste drin. Ich glaube, ich muss Shirox reinnehmen. Auch wenn ich das eigentlich gerne hinausgezögert hätte. Aber ich sehe nicht wirklich eine andere Option, muss ich gestehen. Ja, dann machen wir das wohl. Also, wir haben nun unser Shirox hier mit drin, mit Iron Head, Bullet Punch, U-Turn und Cross Chop. Ist, denke ich, ein unfassbar nützlicher Pivot. Vermutlich würde er nicht ganz so diesen Bulk mir geben, den ich von Metagross bekommen habe. Weil der doch deutlich sehr viel mehr Bulk-Intos hatte, aber... Ja, müssen wir jetzt einfach durch, ne? Da müssen wir durch. Na, da bin ich jetzt gespannt, wie der nächste komplette Ich-Breche-Kampf aussehen wird. Panfern. Ja, das ist schon mal ein richtig beschissener Lied. Super, freut mich. Ja, keine Ahnung, ich gehe in Togekiss. Ich kann nicht drinbleiben, weil der drückt eine Kampfattacke und ich bin weg. Aber ich denke mal, Togekiss sollte den dann one-shotten mit einem Erstwäsche. Der darf gerne auch auf Nahkampf... Also, was heißt gerne, ne? Ich weiß nicht... Okay, er darf doch nicht gerne auf Nahkampf gehen. Warum two-shottet mich das? Wobei, durch die Überreste sollten wir den nächsten überleben und dann können wir ihn mit Airslash rausnehmen, ne? Ja, dann passt das.
Gehen wir auf Erstes. Es kommt ein weiterer Nahkampf, den sollten wir eigentlich überstehen. Mit Betonung auf eigentlich. Ja, also gut ist was anderes, aber dann ist der jetzt schon mal weg. Das ist ganz nice, auch wenn wir Togekiss damit jetzt mehr oder minder in die Mülltonne gekloppt haben. Sollte das passen. Okay, das ist furchtbar. Das ist tatsächlich richtig scheiße. Ja, also ich könnte ihn jetzt mit Bullet Punch rausnehmen. Oder mit Sucker Punch. Aber ich weiß ja nicht, welche Attacke jetzt kommt. Weil er kann ja auch auf die Feuerattacke wechseln. Wobei, wenn er Flammenblitz hat, drückt er das hier, glaube ich, niemals. Ah, die Frage ist, spielt er Flammenblitz, wenn er einen Fokusgurt hat? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher Eisenfaust, Feuerschlag, ne? Muss ich... Ich will eigentlich nicht hier mein Highlight-Item verbraten, ne? Ich überlege, ob ich volles Risiko auf meinen Cherox gehe. Und ich habe das Gefühl, ich muss das mal machen. Okay, ich wusste natürlich, dass hier Schatten-Regirock reingeschickt wird und habe deshalb meinen Cherox reingeschickt. Ja, ja, klar. Boah, dieser Play hat mir jetzt schon halben Anfall gebracht. Okay. Wir gehen auf Eisenschädel, wir haben Adaptability. Ich weiß, Regirock hat eine massive Death, aber es sollte okay sein, weil das guten Damage... Oh mein Gott, ist das ein Crit, oder? Ja, okay. Cherox startet schon mal sehr gut. Das finde ich ganz nett. Ein Regirock direkt weg ist nice. Vor allem, maybe baiten wir sogar Panferno gleich wieder zurück und können ihn jetzt mit Bull... Okay, das war... Dass das so gut und positiv und lucky verläuft, damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Heilige Kacke. Einfach Schatten-Regirock hops genommen. Und das Panferno noch wegbekommen. Vor allem ich in der Annahme, dass Cherox potenziell einfach auch wieder died, weil ich noch ein paar Stahl-Pokémon auf der Bank habe. Okay, du willst ja jetzt sicher eine Feuerattacke abfeuern, ne? Wie sehr beliebe ich, dass der sich jetzt nicht mit Dragon Dance setupt, dass ich in Rampardos gehe? Schon sehr, ne? Schon sehr belieben. Tue ich hier gerade. Okay, es kommt Feuerzahn, sehr schön. Und dann werde ich dem sowas von Headsmash reinrammen. Dass der mir auch ja stirbt hier. Tschüss. Wir haben den Hearthstone auch drauf. Also ich glaube auch eine Steinkante hätte den rausgenommen, aber sicher ist sicher. Verschwinde bloß. Weil eine Anti-Gesteinsbeere, also er hat sicher eine Anti-Eisbeere, weil das haben gefühlt alle von denen bisher gehabt. Aber dann passt das. Ja, es ist halt massivst Recoil, den wir jetzt hier bekommen haben, aber damit leben wir. Damit müssen wir leben, sagen wir eher so. Boah, also im Podium begegne ich mir aber gerade auch ein bisschen zu häufig, muss ich sagen, ne? Ja, der kann halt auch Strauchler, ne? Der kann jetzt hier Eisstrahl auch drücken, der kann hier Flash Cannon drücken. Also, ich sag mal, mit Welser habe ich die Chance, den zu one-shotten. Deshalb überlege ich, ob ich in Welser gehe. Oder ob ich knallhart in Luxtra vielleicht sogar gehe. Also es sollte tendenziell eher der Eisstrahl oder die Lichtkanone kommen. Dann könnte ich den mit Void Tackle wahrscheinlich wieder rausnehmen. Wobei ich glaube, ich beim letzten Mal so viel Recoil bekommen habe, dass das auch eher unwitzig war. Aber mit der Erdkräfte nehme ich den halt nicht hops. Und das Problem ist, dass zweimal Eisstrahl... Nee, das war Blastoise, was ich gerade im Kopf habe vom Damage her gegen Kokowai. Wir können natürlich auch in Cherox gehen und den zum Pivoten nutzen, aber ich glaube, Cherox jetzt unnötig anchippen zu lassen, muss auch nicht sein. Ey, wenn der hier einen Pivoting-Move hätte, dass ich in Luxtra sicher komme, das wäre Premium. Wenn ich jetzt wüsste auch, was der einsetzen will, das wäre Premium. Ich kann auch gar nicht abschätzen, was er noch so hat. Ich gehe in Kokowai. Ich weiß nicht, ob das das Schlauste ist, weil entweder Eisstrahl oder Lichtkanone ja kommt und beides ziemlich gut Damage wahrscheinlich macht. Okay, es war der beste Spielzug hier auf Kokowai zu gehen, weil der aus irgendwelchen... Also mein Hydro-Pumpe zieht auf wie... Das ist ein Crit.
Ja, andererseits, gleich wird die Zitrobeere direkt gepoppt, ne? Das ist schon in Ordnung. Ich bin am Überlegen, jetzt auf den Eisstrahl vielleicht in Luxtra zu gehen. Oh, aber der Volt-Tackle-Recoil, und ich weiß nicht, ob ein Donnerzahn den rausnimmt. Das Problem ist, der wird ja jetzt Eisstrahl abfeuern, das wird sicher 120 oder so abziehen. Und dann kann er auch wieder die Wasserattacke drücken. Ich glaube, wir gehen jetzt auf Luxtra. Und dann gucken wir mal, wie viel Damage wir fressen. Da kommt der Eisstrahl. Also, das ist der Eisstrahl, das ist ja klar. Also, ich denke, das ist logisch. Ich muss auf Donnerzahn, glaube ich, gehen. Ich glaube, Void Tackle Recoil killt mich. Empoleon hat jetzt nicht so eine hohe Death. Also Blastoise ist wesentlich bulkiger gewesen, deshalb bin ich bei Blastoise auf Void Tackle gegangen. Hier traue ich Luxtra mit Muskelband zu, dass der hops geht. Och, geil, Gott sei Dank. Boah. Und ich meine, Donnerzahn hat auch 75 Base Power in dem Spiel, also ist actually nicht so wenig. So, wer kommt jetzt noch? Schattenreiko, na klar, warum auch nicht. Also wir könnten in den hier gehen, aber da sehe ich mich eher weniger. Also es riecht mir ein bisschen nach Aurasphäre, dass der deshalb reingeschickt wurde, oder das andere Mon kann halt nichts mehr groß gegen Luxtra machen. Ich bete jetzt einfach, dass der nicht random Strauchler oder Energieball bekommen hat. Und wenn doch, aber weil sonst könnte ich Welser im Endeffekt eh nie benutzen. Okay, es kommt erstmal die Aurasphäre, das ist gut. Wenn ich die ganze Zeit Angst habe vor der Vierfachschwäche, wenn sie kommt, dann kommt sie. Ich kann nichts dagegen machen. Weil sonst kann ich den, dann kann ich den aktiv nicht benutzen. Da kommt ein Gedankengut, das ist okay. Ich bin mir nicht sicher, ob der ein Erdbeben überhaupt überlebt. Also da könnte jetzt actually direkt dead sein. Das wäre natürlich ein Träumchen. Das wäre ein absolutes Träumchen. Wenn wir den jetzt einfach ins nächste Nirvana ballern. Komm schon, stirb einfach. Verschwinde einfach von meinem Bildschirm. Geil, sehr, sehr gut, Welser. Sehr, 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 sehr gut. Okay, was ist das letzte Pokémon? Bitte einfach irgendwas, was Welser... Ach, komm on. Ich kann dieses Arschloch einfach nicht mehr sehen. Ey, Darkrai ist wirklich mein neues Hass-Pokémon in diesem Spiel. Ja, keine Ahnung, schlaf mich... Hold on. Der hat mich nicht eingeschickt. Ist der nicht einfach tot? Der hat keine Death, das lebt der nicht. Hat Darkrai keinen Sleep Move? Dann ist es. Also dann ist Darkrai scheiße, glaube ich. Oder nicht wirklich so stark. Okay, der lebt aber, hat eine Zitrobeere. Der hat mir halt mit Finsteraura fast gar nichts abgezogen, ne? Ich gehe halt nochmal auf Erdbeben. Nee. Nee. Einfach nee. Einfach nee. Hey, was ist denn das für eine Scheiße? Ach, komm schon. Wo soll ich diese Scheiße jetzt herriechen, bitte? Ja, komm, lass mich in Ruhe, Cyrus. Verschwinde einfach vom Bildschirm. Wirklich. Also, oh Mann, Welser war actually wirklich solide. Ach, Mann. Vor allem, woher soll ich das denn predikten? Es gab keinen Grund für mich zu wechseln, weil natürlich gehe ich dann auf Sherox und drücke Bullet Punch oder stall irgendwie Destiny Bond, aber also ich rieche doch nicht Destiny Bond auf Darkrai, wenn ich 3 Millionen Sleep Sets davor sehe. Nee, das ist doch einfach scheiße. Also, come on. Also, was ein gigantischer Bullshit ist das denn jetzt? Ach, Mann. Vor allem meine Wasser-Pokémon sind hauptsächlich Wassergestein und... Also, wir haben Kabutops, Amoroso und Krebutak, glaube ich, noch auf der Bank. Und das war's. Beziehungsweise Kingdra natürlich jetzt wieder, aber... Ach, Mann. Nee, das finde ich schon mies kacke jetzt. So einem Bullshit-Destiny-Bond, wirklich? Ja. Cool. Nächste coole Mon weg. Toll. Wir brauchen dringend wieder mehr Encounter, ne? Die sterben mir hier ein bisschen zu sehr, wie die fliegen weg. I guess, wir nehmen mal Octillery rein. Weil dann haben wir keine Kampfschwäche und auch nicht nochmal eine Drachenschwäche. Ja.
Ja, ne? Also, Octillery ist jetzt mit von der Partie. Wir haben Sniper als Fähigkeit und Surfer, Hydropumpe, Ice Beam und Zap Cannon, was, glaube ich, in dem Spiel ein Recoil-Move ist. Deshalb ist es auch so stark und hat trotzdem so eine hohe Genauigkeit. Ja. Wir düsen jetzt erstmal noch zur Feurio-Hütte, dass wir da noch einen Encounter haben. Ansonsten überlege ich gerade, ob wir mit Surfer noch irgendwo was uns zusätzlich holen können. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Auf jeden Fall wollen wir da nämlich noch einen Encounter haben. Dann schauen wir auch gleich mal, was die Feurio-Hütte uns für einen Encounter anbietet. Actually? Ich glaube, das ist bombastisch. Weil ich meine, ist der nicht Wasser? Feuer vom Typ her? Und ich glaube, Makago... Also dann kommt Octillery relativ schnell wieder raus. Es tut mir ein bisschen leid für den, aber... Ich meine, der ist richtig gut gewesen. Also im Vintage White weiß ich, der war mega geil. Vor allem defensiv gesehen hat der mir super viel gebracht. Ich glaube, die Feurio-Hütte ist irgendwie verbuggt, weil... Mein Spawnpunkt... Sieht irgendwie nicht so richtig aus. Ja, wir machen doch keine Feurio-Hütte, kann ich euch sagen. So, hier bei Weideburg, weiß ich, gab es nochmal eine Surferstelle, wo hier zwei Items rumliegen. Nochmal Überreste. Okay, das ist sehr strong. Dann gucken wir unser Makargo Leinchen direkt mal an. Wir haben ein Bold Nature, das ist richtig gut. Wir haben Water Absorb. Oh mein Gott, was ist das für ein geiler Bursch. Okay, ich lese euch die Makargo Stat Changes nämlich mal vor. Wir haben jetzt 100 HP, 30 Attack nur noch, 110 Special Attack und jetzt auch 120 Speed Def und nur noch 20 Speed, aber das juckt uns ja alles nicht. Von Level 19 lernt er sogar schon Recover. Oh mein Gott, der kommt sowas von ins Team. Heilige Scheiße, finde ich den gut. Das ist genau das, was ich gerade brauche. Einen defensiven Anker. Und genau das bringt er mir gerade. Feuer, Wasser bringt für mein Team auch gut was. Eine Wasserimmunität ist auch richtig, richtig gut. Oh, es gefällt mir saugut. Richtig, richtig nice. Ich bringe ihm jetzt gleich noch Surfer bei und bringe ihm noch ein paar andere Attacken bei. Also, Makargo hat jetzt Lava Plume, Surfer Protect für die extra Runde Leftovers und Recover drauf. Sau nice. Finde ich sehr cool. Einer der wenigen Momente, in dem man mal feiert, dass man Makargo hat, kommt auch sehr selten vor. Ich glaube, hier liegt sonst immer nur ein Rare Candy rum. Aber es passt. Ich denke mal, wir besiegen jetzt noch die Trainer, die hier so ein bisschen außenrum einfach verteilt sind. Und dann wird das Ganze schon. Ich glaube an uns, dass das Ganze dann schon wird. Also ja, oh, das ist jetzt natürlich doch nochmal eine sehr schöne Nachricht, dass das Team ist zwar... inzwischen wirklich stark auseinandergedeppert hat, muss ich wirklich leider zugeben, aber ich überlege, ob ich Cross-Chop drücke, weil der wird wahrscheinlich normal Kampf sein. Aber ich überlege gerade auch, mit wen ich danach gehe, wahrscheinlich ein Togekiss, aber wenn er einen nervigen Speedbuff hat, auch nervig. Wir gehen mal mit der U-Turn raus. Nicht, dass der jetzt noch irgendwie meint, mir hier mit Dings auf die Eier gehen zu müssen. Na? Mit einem Feuerschlag nochmal auf die Eier gehen zu müssen, habe ich gar keinen Bock. Oh, dich encore ich erstmal, du Dummbatz. Ja, gut, nevermind, ein Erstlöscher hat ihn auch gewone-shottet. Der Encore war ein bisschen unnecessary, aber... Ist jetzt auch nicht so überdramatisch, würde ich sagen. Alakazam! Boah, haben wir überhaupt was Gutes dagegen? I mean, gegen die Psychoattacke können wir ihn hier halt reinschicken. Nee, ich würde einfach in Cherox gehen, nevermind. Und dann Ironheaden wir den einfach weg. Ja, das klingt eigentlich sogar nach einer vernünftigeren Sache. Der kann auf eine... Wobei... Nee, das finde ich doch gar nicht so schön. Ich gehe mal auf einen Bullet Punch, weil maybe one-shottet der sogar. Das kann auch sein. Mit der Anpassung zusammen. Oder one-shot... Ah, knapp nicht. Okay, er core meinet eh nur nochmal, dann ist egal. Dann kriegen wir das Alakazam hier auch gut weg. Aber dann passt das. So, Tschüssikowski. Jetzt habt bitte einfach kein Feuer-Pokémon, was du als nächstes reinschicken kannst. Das wäre ja sehr verbunden, wenn du das nicht hättest. Ausgerechnet auch noch das Feuer-Pokémon, wirklich.
I mean, wir können auf jeden Fall raus U-turnen. Also wir wissen ja, dass der so langsam ist. Und wir können in Rampardos gehen, never mind. Ich habe voll das gute Mod, um den zu killen. Das habe ich irgendwie gerade gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ich habe ja ein dickes, fettes Rampardos. Das ist auch voll cool, dass Ramaidon einfach auch so krass viable in dem Spiel ist. Das freut mich richtig. Da, dass der da ein bisschen was macht. Ja, aber bisher schaut das machbar aus, dass wir den Trainer, ne, also, hat der einen Lebenorb? Der hat einen Lebenorb, ne? Dass wir einfach mal nicht wieder lauter Pokémon verlieren müssen, das ist doch auch einfach eine schöne Sache. Plus kriegen wir hier auch noch einen Encounter auf der Route gleich. Wusstet ihr, dass Venusaur in diesem Spiel nun Pilzspore lernen kann? Pilzspore ist übrigens eine Attacke, die zu 100% trifft und auch immer dadurch einschläfert. Also, trifft halt immer. Eine Schlafattacke, die immer trifft. So, jetzt. Dann schauen wir mal, was wir hier für einen Encounter-Schirm ziehen. Ja. Ich weiß ja jetzt nicht. Ja, damit haben wir jetzt wieder ein Normal-Pokémon, I guess, auf der Bank. Uhu. Oder so. Und er bleibt nicht mal im Ball. Jetzt muss ich auch noch den anchippen. Oh. Okay, ich bin in dem nächsten Trainer drin und da kommt gleich mal ein ganz... Boah, ich merke gerade, habe ich gerade ignoriert, dass Helvoltik potenziell eine Feuerattacke abfeuern kann. Bin ich wahnsinnig? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen zu confident hier gerade unterwegs gewesen mit meiner U-Turn-Lebenorb natürlich auch. Ah ja, stimmt, da ist ja Kampfelektro in dem Spiel. Also, ist er halt in vielen anderen Hacks auch immer. Also, wenn ihr mich sowas sagen hört, dann ist das... meistens die Erfahrung, die auch aus anderen Hacks herausspricht. Aber bisher muss ich sagen, also der Trainer davor war ja schon auch gut machbar. Ich denke, auch den kriegen wir hoffentlich hin. Ja, in Anführungsstrichen nur 4 Pokémon. Das sind dann meistens so Trainer, die echt gut machbar sind. Ey, aber der Damage ist schon krass, den die da teilweise einfach so auf spontan abfeuern. Hier im Übrigen die erste Time to Shine für unser Makago, auch gegen dieses Viper. Dass der einfach mal direkt, dafür erstmal zeigen, ne, dass der ein geiler Haudegen ist. Ja, wir werden erstmal gekrittet. Also okay, wir recovern einfach gegen, wir lappen den ganz einfach easy, chillig am Burn verrecken. Und damit sind wir jetzt auch in Fleetburg angekommen. Und hier müsst ihr eigentlich... Das hier ist doch direkt der Attackenverlerner oder auch nicht? Ah, eins höher. Ah, perfekt. Das heißt, wir können jetzt auch endlich Attacken verlernen. Gott sei Dank. Ey, das macht nämlich Blaziken auch wieder um einiges more viable. Okay, gut. Ja, gut. Ich habe noch 2 Angler da draußen stehen lassen. Da chillt auch noch ein Item. Das holen wir dann beim nächsten Mal. Denn ich würde sagen, für den heutigen Part haben wir wieder genug geschafft, erledigt. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Da werden wir dann, denke ich, also wir werden die 2 Angler besiegen, den Rivalenkampf auf der Brücke haben und vermutlich auch alles in der Arena schon mal plätten. Und dann schauen wir mal, dass wir die Eiseninsel ein bisschen noch erforschen. Ich hoffe auf jeden Fall... Oh, ich hoffe, wir kriegen ein anderes Ei als Riolu. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dann und ciao. Bye, bye!